Yo, moinsen Jungs und Mädels und willkommen zu einer neuen Folge hier in FIFA 21. Weiter mit der Serie Road to Division 1. Jetzt kommt der große Moment in den Folgen. Wir schauen, welche Mannschaft wir verwenden. Bleiben wir in der Bundesliga? Gehen wir in eine andere Liga? Vielleicht die K-League? Nope, wir bleiben in der Bundesliga und nehmen den absoluten Rivalen von VfB, RB Leipzig. Spaß. Ich meine doch natürlich SC Freiburg, die aktuellen absoluten Run haben. Nehmen wir hier gerade mal die gelben Trikots. Ich mache ganz kurz die Formation und sehen wir uns gleich wieder. Und da sehen wir unsere Aufstellung. Demirovic und Legende Höhler im Sturm. Absolute Maschine. Grifo auf links. Kwong auf rechts. Santa Maria und Till machen das Zentrum. Viererkette mit Günther, Gulde, Lienhardt und Schmid. Und hinten im Kasten Müller. Also suchen uns hier keine Freunde und ab ins Spiel. Und Partie wurde gefunden. FC Freiburg gegen OL Lille. Spaß, Olympique Mars, Spaß, Lyon, und auf geht's, da rollt der Ball auch schon. Oh nein, was ein Schundtor, Alter, was macht denn Müller da? Den extra frühzeitig rausgeholt, er bleibt einfach stehen und wie so ein behindertes Kind springt er da rum. Was für eine Scheiße, 1:0 für Lyon, aber auch gesehen. Die Idioten spielen hier zu zweit. Ist ja nicht so, dass es auch eine Koop-Liga gibt. Finde ich stabil, aber scheiß drauf. Also, ist jetzt kein Grund, das hier raufzuschieben. Schlechten Mannschaften ist es halt schwierig zu gewinnen, ne? Ey, Mann! Junge Grifo, was ist das für eine Scheiße, Alter? Wir spielen hier Fußball. Und Höhler muss das Ding hier wieder festmachen. Jawohl. Was ist das für ein fucking Ball? Nee, ich krieg nichts hin. Ich absolut behinderte Taktiken eingestellt habe. Ich dachte mir so, Bruder, mit Dreierkette kann ich da nicht kicken. Jawohl, komm, Höhler, muss das Ding hier wieder festmachen. Was ist denn das? Was ist denn das denn da? Junge, Höhler, habe ich mehr von dir erwartet. Gulde, du Breitling. Oben geht er. Oder? Oh. Komm. Höhler, Bruder. Doch schneller. Ey, die sind wirklich nichts Spezielles. Jawohl, komm, Santa Maria. Unten. Och, Bruder. EA. Ja, komm, komm doch, helft doch mir einer hier. Ja, Bruder. Ey, wirklich top. So ein Schund-Game, ey. Unglaublich. Gegen zwei Typen ist das so, ey. Auf eine Art, wenn ich das zweimal richtig umspiele, dann sind die, dann gehen die rutschen. Ey, ich komme da drauf gar nicht klar, wenn ich den fucking Ball hab, dass da so zwei Idioten auf dich drauf rennen. Ey, was für zwei Schüsse? Ein aufs Tor? Hä? Ich hatte doch easy ab der 30. Minute viel mehr vom Game. Ey, ich komm da drauf. Das war fucking nochmal Ball, Alter. Komm denn hier mit diesen scheiß Regionalliga-Schiris oder was? War ich eigentlich auch gut lächerlich, bis man. Bruder. Junge, lass mich hier in Ruhe. Stark gelöst. Komm, auf geht's. Komm, Höhler. Bruder. Junge. Ach Mann, ey, diese zwei fucking Gegner, Alter. Es fuckt mich so dermaßen ab. So ein Schund-Gameplay. Jetzt Konter, Alter. Oben geht er. Kwong, Bruder. Nein! Nein! Wo passt du denn hin? Jetzt, Mann! Alter, ey, das ist unglaublich. Ey, wie OP ist das zu zweit, dieses fucking zu spielen, Alter. Es macht keinen Sinn, erklärt's mir mal. Komm, Gulde. Ey, ich heul gleich. Ist unglaublich hier. Ja, gut. Ey, deren. Nein, sorry, aber was ist das für eine Scheiße eigentlich, dass deren Spieler wirklich alles holen? Wieso spielt man als Freiburg, Alter, gegen fucking Lyon? Es macht keinen Sinn. Immer auf einer Seite steht Depay, auf der anderen Höhler. Das kann man gar nicht vergleichen. Höhler ist viel zu krass. Ja, könnt mich echt am Arsch lecken, Alter. Ich muss mich hier gar nicht aufregen, Alter. Das Spiel ist doch viel zu schön. So ein gutes Spiel. Ja, Alter. Junge. Oh Mann. Kein Ball. Kein Ball. Nur leicht in eine Schnittstelle kommt an. Es macht keinen Sinn. Ja, ey. Ein Schwarzer nach dem anderen auf dem Feld. Und schau meine Weißen an. Diese ganzen deutschen Kartoffelleger, Alter. Sind so ein Scheiß. Schau diese weißen Wichser an. Ja, Bruder, schwitz doch noch weiter rein, Alter, mit deinem fucking Cornet. Und was muss ich hier rumrennen mit einem Santa Maria oder einem Höhler? Ja,
komm, da kommt Höhler mit Hacke ran. Was denkst du jetzt, wer du bist? Ja, ach, nee, der Marcello wäre hier wieder rangekommen, ne? Ey, das ist doch, schau dir diese Selbstironie an. Memphis, er nimmt den Ball ohne irgendwas mit. Ja, Alter, schaut euch das mal an. Der hat doch schon einen Weißen im Feld. Und der kann auch noch alles. Meine ganzen weißen Idioten können vielleicht maximal auf dem Acker Kartoffeln legen, Alter. So ein Schwachsinn, ey. So ein fucking Schwachsinn. Komm, nächstes Game. Gib mir einfach Barcelona, dass es noch gerechter wird. So traurig. Kompletten zweiten Hälfte, keinen einzigen Schuss. Ja, also Leute, beruhigt habe ich mich jetzt auf jeden Fall. Bin ganz ruhig. Weiter ins Spiel im Schwarzwaldstadion. SC Freiburg gegen Frankfurt. Da rollt auch schon der Ball. Wir werden hier ganz ruhig bleiben, weil wir den jetzt absolut auseinanderspielen werden. Knappe Sache, kann man jetzt sagen. Ach je, Mensch. Und der ist drin. Schade. Komm, Santa Maria. Bruder. Ja, da ist das Ding. Wir bleiben hier ganz ruhig. Handtuch kommt in die Hand. Schwitzen, ein bisschen abtrocknen. Und weiter geht's. Sie zittern. Sie zittern. Oh, schade. Was? Hey, geil, Alter. Gegen was für ein Bot spiele ich denn? Hat die Amy jetzt hier irgendwie einen Siebenjährigen angeknackt, oder wie? Ich klopfe erstmal aufs Holz, bevor ich hier noch einen auf den Sack krieg. Oh! Du Maschine, Petersen! Was ist denn da denn los? Easy. So machen das gute Vereine. Wenn es gerade mal nicht richtig läuft, dann wird zugestochen. Den hau ich um. Den sehe ich. Oh! Mit einem Ball. Spielt er eigentlich Durm im Sturm oder was? No joke. Was hat der für eine Aufstellung? Der spielt Durm im Sturm. Es reimt sich. Was ist bei dem los? Ah, stimmt. Irgendwie muss man ja auch Bastos kompensieren. Macht schon Sinn. 2 zu 0 hier. Mensch. Spiel mal einmal gegen einen gleichwürdigen Gegner, der irgendwie Erik Durm vorne im Sturm spielt. Gar keinen Sinn. Mach mal, nee. 7 Schiss, Hauptsache 0 aufs Tor. Mensch, das sind die Gegner, die ich mag. Unser Schiri, Gelbert. Boah, was eine Laterne. Uff, und First Touch. Oh, Ulrich. Spaß. Till und Grifo geht. Oh, Zugo. Das ist Zugo, Mensch. Habt ihr den Job gesehen? Das war Zugo. Der Bruder hat den LAN-Kabel von seinem Bruder geklaut. Deswegen ist er auch gerade so schlecht, weil er unkonzentriert ist. Der Arme. Oh! Petersen! Und macht das Tor! Hey, Schiri! Der hat schon gelb! Hindi, der hat schon gelb! Schau mal diese Kartoffelnase an! Oder er gibt dir nicht mal gelb, oder was? Er gibt dir nicht mal gelb! Junge, das war Schultergrätsche. Oh, aber der geht jetzt. Joke. Oh, oh, verrückt hier. Schade. Ich glaube, jetzt wird's Zeit. Jetzt kommt er. Der einzig Wahre. Jetzt kommt der einzig Wahre rein. Der haut die jetzt alle weg. Komm, wen bringen wir hier noch? Kübler auf den Flügel. Das ist mein Mann. Das macht er. Das macht er. Ich hab's im Urin. Die sind heiß. Die Jungs sind heiß. Das hab ich auf der Bank gesehen. Zum Glück ist das Spiel auch so flüssig. Komm, lass doch... Och Mann, er klaut Höhler einfach seine Show. Ich sag's euch, Höhler hätte jetzt die Dinger reingemacht, wie war kein anderer. Dann machen wir's halt im letzten Spiel. Höhler kommt vorne rein, der macht die Hütten. Der macht sie, wie kein anderer, Jungs. Glaubt mir, Fehler, das Dreierpack in diesem nächsten Spiel passiert von ihm. Nein, ich leg doch ein 20 drauf, weil das so safe ist. Dann werden halt die Nächsten rausgehauen. FC Getafe. Ich sag immer noch, dieses verkackte Lyon war halt einfach... Es hat keinen Sinn gemacht. Sorry, es hat aber einfach keinen Sinn gemacht. Es kickt ein fucking Lyon. Letztes Jahr Champions-Halbfinalist gegen fast Europa-League-Qualifikant. Freiburg, Alter. Gar keinen Sinn. Oh, wir reden jetzt hier erstmal nicht. Oh, oh. Gene ist... Ja, dann halt so. Da ist die Hütte. Ist ganz einfach damit vergleichbar, als würde jetzt hier Werder Bremen gegen Düsseldorf spielen, Alter. Auch kein Sinn, dass so eine starke Mannschaft wie Düsseldorf jetzt auf einmal gegen Bremen ran muss. Oh, er rennt sie wieder ab. Höhler ist einfach ein Monster. Hier, er rennt. Er rennt. Fürs Team. Er rennt einfach fürs Team. Hier. Und er macht ihn. Nein. Ja, Dribbling wird ein bisschen schwierig bei ihm. Aber dafür rennt er die Männer ab, Jungs. Glaubt's mir. Und
Ja, schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Dieses Dribbling. Höhler, Bruder. Es fehlt nur der Schuss. Oh, Grifo. Oh, Schiri. Das geht doch nicht. Und nicht mal Gelb. Wo kicken wir denn hier? War dafür Fallrückzieher. Ah, schade. Bruder, setz doch zum Fallrückzieher an. Höhler, du hättest das gemacht. Ah, Günni ist da. Schiri, er war frustfaul. Oh, Bruder. Der muss umgehauen werden, oder? Ah, knappe Geschichte. Stand eigentlich irgendwie in der Zeitung, aber die habe ich halt nicht gelesen. Ich lese halt keine Zeitung mehr. Boah, Grifo. Der hat jetzt hier seine Skillshow. Aber nein, Höhler ist ja im... Komm. Ich sag's doch. Höhler ist es. Höhler ist es. Dribbling 100, aber Schuss 0. Unglaublich. Boah, Kopfball. Lienhardt auf dem Flügel. Da sehe ich ihn am liebsten. Ich sag's euch. Er haut Dinger rein. Hier. Hier. Oh, Lienhardt. Du... Ja. Deswegen steht der Mann in der IV. Hier, Günni. Der macht es cool. Knappe Geschichte. Ja. Leicht unverdient, aber... Darüber müssen wir jetzt nicht reden, oder? Ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Weil, schau mal hier, der arme Mann, der quittet gleich. Ah, schade. Ja, seht ihr, Mann? Mann, Höhler, wie viele Schüsse will ich eigentlich noch haben? Ja, okay. Ich sag's euch, zweite Hälfte wäre der Dreierpacke von Höhler gekommen. Ich sag's euch. Easy. Also dann, Leute. Ihr lasst jetzt schön ein Like da für die ganzen Tore, die Höhler geschossen hat. Und ciao!